Hey, ich bin's wieder mit einem prophetischen Wort. Ich wollte heute eigentlich mich etwas von Social Media zurückziehen, beziehungsweise heute pausieren. Aber der Herr hat gestern in der Nacht zu mir gesprochen und er hat gesagt, neue Zeit, neue Ankunft. Dabei habe ich ihm im Geist ein Geschenk gesehen. Und der Herr möchte dir sagen, dass eine neue Lebensphase oder eine neue Saison folgt für in deinem Leben, für die, die dem Herrn nahegestanden sind und auf seine Versprechen warten. Dabei hat mir der Herr folgende Worte auch gesagt. Er hat gesagt, manchmal ist Gottes Segen anders verpackt. Manchmal ist Gottes Segen bescheiden verpackt. Manchmal ist Gottes Segen in Gehorsamkeit verpackt. Und da ist dieser Punkt wieder mit Gehorsamkeit. Ich möchte da auch noch was dazu sagen, aber ich habe im Geist ein Bild empfangen von einem Geschenk, als er mir diese Worte gesagt hat. Und der Herr möchte dich darauf auch vorbereiten, dass manchmal sein Segen anders verpackt ist, als du es dir vorstellst. Manchmal kommt dir sein Segen anders entgegen, als du dir vorstellst. Manchmal sind die Geschenke für dich anders verpackt, manchmal sind die bescheiden verpackt, aber es enthält so viel Wertvolles. Es ist im Geschenk, womit dich der Herr beschenken möchte, was dich erwartet, seine Versprechen für dich beinhalten genau das, was du dir wünschst und darüber hinaus. Der Herr kennt dein Herz viel besser als du selbst. Er weiß ganz genau, was dich jetzt in Erfüllung bringen würde und auch in 10 Jahren. Er weiß ganz genau, was am besten zu dir passt und er kennt deine Persönlichkeit auswendig. Er hat den Überblick, den wir nicht haben. Und deswegen ist es wichtig, auf den Herrn zu vertrauen. Auch wenn der Segen etwas anders uns anders entgegenkommt, auch wenn wir etwas vom Herrn empfangen und wir denken uns, okay, das sieht ziemlich bescheiden aus, es wird wahrscheinlich zu nicht viel führen oder es wird wahrscheinlich nicht viel beinhalten. Aber wenn wir das Geschenk öffnen, wenn es sich zeigt, womit uns der Herr beschenkt, dann werden wir schnell erkennen, dass es genau das ist, was wir brauchen, dass es genau das ist, was sich unser Herz wünscht. Und der Herr hat mich auf Lukas 2,12 gebracht, wo Jesus auf die Welt gekommen ist und es war bescheiden, er ist nicht in einem Palast auf die Welt gekommen, der Erretter, der Prinz des Friedens, unser Erretter, unser Gott, unser Jesus Christus, er ist bescheiden auf die Welt gekommen. Und damit, das steht, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Der Herr, ich liebe das, wie der Herr arbeitet und wie seine Wege sind, weil wir haben eine Vorstellung, einen Weg und der Herr sagt, nein, ich möchte es anders machen. Ich möchte, dass es bescheiden herkommt und dass es sich dann zeigt, das ist das Beste, was dir je passieren konnte. Thank you, Jesus. Der Herr möchte dich auch überraschen. Der Herr möchte dich überraschen, dass du dir denkst, ich habe eigentlich mehr erwartet oder ich dachte mir, dass mein Segen anders mir entgegenkommt. Und wenn es sich dann wirklich zeigt, wenn du es wirklich erkennst du, dass es viel mehr ist, als du es dir vorgestellt hast oder gewünscht hast. Zum Punkt mit der Gehorsamkeit, was mir der Herr auch heute auf den Herzen gelegt hat, ist, dass wir Menschen, wenn wir dem Herrn nahe stehen, dann sind wir bereit, gehorsam zu sein mit kleinen Punkten. Wenn der Herr sagt, sprich dieses Wort aus oder schreib dieser Person oder kleine Dinge, wo wir sagen, okay Herr, ich kann das sofort machen. Aber der Herr möchte dir auch mit mehr vertrauen können. Vertraust du auf dem Herrn oder bist du dir damit bewusst, wenn du Gottes Stimme hörst, wenn er dir sagt, verlass diesen Job? Kannst du damit umgehen und kannst du es dann auch ausführen, wenn der Herr sagt, verlasse diese Beziehung oder verlasse diesen Ort oder trenne dich von diesem Menschen, von diesem Ort, von diesem Freundeskreis? Kann dir Gott damit vertrauen?
Wenn wir in den kleinen Dingen gehorsam sind, dann müssen wir auch in den großen Dingen gehorsam sein. Und genauso wird uns Gott, wenn er sieht, dass er dir mit den kleinen Dingen vertrauen kann, dann wird er langsam dir immer Größeres auflegen. Und ob er sieht, kann ich dieser Person mehr auflegen, kann ich sie beauftragen. Hört sie meine Stimme schon so klar, dass ich ihr etwas zuspreche, und auch obwohl es unlogisch klingt und über die Grenzen oder außerhalb der Box, was wir uns vorstellen können. Und der Herr möchte sehen, ob er dir damit auch vertrauen kann. Kann er dir vertrauen, wenn er sagt, an diesem Tag musst du dort sein? Kann er dir vertrauen, wenn er sagt, du musst dir einen neuen Job suchen? Kann er dir damit vertrauen? Und das ist Gehorsamkeit, und der Herr möchte sehen, dass wir nicht nur in den kleinen Dingen gehorsam sind, in unserer Box und in unserer Vorstellung, sondern dass wir da rausbrechen. Thank you, Jesus. Du musst manchmal, wenn du auf Gott hören möchtest und gehorsam sein möchtest, musst du aus deiner Box und aus deinem Boxdenken ausbrechen. Denn wenn der Herr dich zu etwas beruft, dann ist es oft über diesen Tellerrand, was du siehst. Es ist oft über dem hinaus. Das sind Gottes, die Wege Gottes. Das sind Gottes Wege und nicht unsere Wege. Wir können uns das gar nicht so weit vorstellen. Wir können gar nicht so weit denken. Und manchmal ist Gehorsamkeit, aus der eigenen Box rauszubrechen, aus dem eigenen Denken rauszubrechen und zu sagen, okay, ja, das klingt zwar unlogisch, okay, ja, das klingt für mich, es ist eine große Herausforderung, aber ich möchte gehorsam sein. Das war das Wort für heute. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.